So Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Ankündigung vor meinem Video, wie fast schon immer vor meinen Videos. Ich möchte euch nur kurz sagen, dass heute um 16 Uhr ein Livestream von Pixelmon passieren wird. Das Ganze findet auf meinem Twitch-Kanal oder Twitch-Channel statt und der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt da auf Follow klicken, dann kriegt ihr eine E-Mail, wenn mein Stream startet und dann könnt ihr gediegen zuschauen. Und ja, das wollte ich nur sagen. Pixelmon von 16 bis Open Ending und genau, wollte ich sagen und haut rein, genießt den Part. Ciao. Und hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Mal. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pixelmon. Ja. Timer gestartet. So, ich werde jetzt 30 Minuten aufnehmen, heißt 2 Parts und die werde ich dann in 15 Minuten splitten. Und Leute, ich habe mal wieder was offscreen gemacht und zwar eine ganze Menge. Und das erste, was ich euch zeigen muss, ist, ich habe ein Shiny Spearow gefangen. Ich zeige euch das mal eben. Aber erstmal seht ihr die Aufnahme, wo das passiert ist. Da sind wir wieder. Und jetzt zeige ich euch das. Das sieht nämlich mega episch aus. Und das glänzt. Und, Leute, wenn ihr euch wundert, warum fängt immer alles offscreen? Da durfte man noch offscreen auf dem Pixelmon-Server sein. Ich habe dann aufgenommen und hab's offscreen gefangen. Da durfte man das nämlich noch. Und jetzt haben wir eine Regel, und zwar darf man das nicht mehr. Auch keine Boss-Pokémon mehr AFK töten, wenn man auf dem Server ist, töten. Und zwar, habe ich jetzt hier ein Lager eingebaut. Hier sind Ores, die hier noch nicht sind. Hä? Die hab ich da reingetan. Ist wie verarschen, der habe ich da reingetan. Wo sind denn die? Hier sind Item des Mods und hier sind TMs. Da fehlt auch was. Was ist denn los mit den Schritten? Egal. Ich werde das offscreen weiter sortieren und dann alles machen. Und hier habe ich meinen Weg mit diesen Steinen hier gemacht. Und Fabi hat hier in die Mitte einen Enchanter-Raum gemacht. Hier kann man jetzt enchanten. Ich werde eh nicht enchanten. Und ja, im Pokémon Center hat sich jetzt was geändert und so haben wir einen Eingang. Was auch überfällig war. Und ich wir haben hier Porygon, weil der einfach irgendwie nicht spawnt, hinzugefügt. Und Pummeluff, weil die einfach so übel selten spawnen, hinzugefügt. Und ja, was ich jetzt werden mache? Ich werde jetzt... Ich habe keine Hyperbälle mehr, außer ein... Das ist schlecht. Ich werde jetzt zum Bergbiom gehen und danach Mewtwo Ausschau halten. Berg... Was heißt Ausschau halten? Ich versuche einfach, dass das spawnt und ein bisschen so snatchen, ne? Ja, und dann werden wir mal sehen. Ach ja, ich muss ja noch... ich bin so dumm. Und zwar muss Kabuto noch ein Level abkommen. Für Kabutops. Da ist ein Boss-Pokémon. Hab ich gesehen. Ich trainiere... Wen soll ich trainieren? Ich trainiere Blasthäuse. Und ich wollte gar nicht Dingens dabei haben. Wer heißt der? Dragonite, den will ich nämlich nicht trainieren. Den wollte ich nicht dabei haben. Waterpuls und gib ihm. Sauber. Und da ist noch Rihorn. Und ich habe in der Aufnahme von Dingo ganz viele Pokémon gefangen, weil das darf man ja, wenn man in der Aufnahme dabei ist. Das ist ja einfach nur Pokédex-Vervollständigung und ich denke, ihr habt auch nichts dagegen so. Weil das ist nicht viel so. Ich habe ein paar Evoli-Entwicklungen gemacht. Keine Ahnung, ob ich das aufgenommen habe oder nicht. Obwohl, das ist auch nicht so schlimm. Das sind ja nur zwei kleine Entwicklungen. Ich werde mir noch nach Tara und Psyana machen als Evoli-Entwicklung. Und ich kämpfe mal mit Kabuto. Und ja, wird man sehen, wie sich alles ergibt. Fabi hat schon fast den ganzen Pokédex der ersten Gen voll. Und ich konzentriere mich so eher auf alles. Und oh. Aquajet, nice. Komm. Jetzt muss ich nochmal zurück. Warum wechsle ich den einen anstatt Blastoise? Aber okay, der schafft's auch. Ich muss wieder zurück. Waypoint. So, und da kann ich Dragonite auch gleich ablegen. Und, ja. Als erstes mal, wen nehme ich mit für Dragonite? Und zwar nehme ich das Fossil Archen mit. Ne, das nehme ich ja gleich für Kabuto mit. Wen nehme ich mit für Dragonite? Simsella? Ich habe übrigens auch Akani, falls es nicht in der Aufnahme war. Bin ich mit? Ja, ich nehme Simsella mal mit.
Und jetzt Bommelakadele, heil mich auf, du bist ein Staus. Und ich habe immer noch drei Meisterbälle und ich versuche immer noch die legendären Pokémon zu fangen. Das wäre so episch, wenn ich die fangen würde. Oh, ich dachte schon, Alter. Ach ja, ich kann hier mein Mudkip eingeben. Den brauche ich nämlich. Mudkip. Und Chillas brauche ich auch noch. Turtwig. Und ja. Oh mein Gott. Ja, das wäre natürlich super nice, wenn ich die noch finden würde. Onix auf Level 11 gibt natürlich nicht so viel. Aber Blastoise ist gleich auf Level 62. Was mich ziemlich freut. Hier, Lunastein kann ich besiegen, wenn ich treffen würde. Jetzt habe ich getroffen, jetzt gibt es einen Waterpulse und du bist down. Alter, das reicht einfach nicht. Und zack. Nein, ich wollte Skillshotten. Läuft bei dir, Kay. Ja. Ne? Da muss das Level Up aber noch kommen. Wo gibt es hier noch Sachen, die ich töten kann? Da ist ein Trainer, den töte ich. Ein Feuertrainer, den kann ich mit Tutok einfach richtig schnell ohne Koffing. Obwohl Koffing ist kein Feuerpok. Aber es kann Feuerattacken, glaube ich. Das war's? Der hatte nur einfach zwei Koffings. WTF, was ist das denn für ein Lauch gewesen? Und im Sumpf muss ich mir auch ganz viele Pokémon noch fangen. Ist mir aufgefallen. Da, Lyran. Da habe ich doch schon Stollers von. Den brauche ich gar nicht mehr. Aber komm, das gibt mir doch ein Level jetzt. Och, Junge, was ist denn da los? Willst du mir jetzt das Level geben für Kabuto? Damit ich die Entwicklung zeigen kann, ne? Ey, willst du mich verarschen? Wie lange braucht der? Ich habe jetzt auch keine Lust nachzugucken. Ich will einfach jetzt snatchen und Gesteins-Pokémon oder Boden-Pokémon einfach jetzt schnell zu schnetzeln mit Turtok. Und ja. Ich habe mir im Shop übrigens die Running Shoes gekauft. Die habe ich mir für ein Eisen gegönnt. Oder für zwei Eisen. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir die Old oder die New geholt habe. Auf jeden Fall habe ich mir welche gegönnt. Und jetzt sehe ich schick aus damit. Sind von Gucci. Oder von Banani. Ich weiß nicht mehr. Alter. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich wieder laber. Und letztens, oh mein Gott. Ihr müsst euch einfach vorstellen, ne? Ich und Fabi, wir waren auf dem Pixelmon Server. Und was sehen wir? Genau. Wir sehen einfach ein Shiny Carpador. Alter Leute, ein Shiny Carpador. Das wird zu einem fucking roten Garados. Ein rotes Garados, meine Freunde. Das ist nicht lustig. Wir sind da offscreen am Bauen. Und da ist einfach dann ein Shiny Carpador. Das hat mich so. Das war so geil, ne? Oh mein Gott, ich hätte so gerne gefangen, aber ich durfte ja nicht. Und wann wird sich jetzt mal entwickeln, Alter? Wie lange willst du denn für ein Level jetzt noch brauchen? Level 5er Miltanks bringen da nicht viel, ne? Hier kommt Geodude. Oh, danke schön. Jetzt entwickelt er sich zu meinem Lieblingsfossil nach. Ja, ne, Lieblingsfossil und danach kommt Aerodactyl. Und. Yeah, da muss ich mich gleich wieder nach Hause tippen. Jetzt Kabuto. Entwickel dich zu Kabutops. Lol, wieder. Ha! Das ist so unrealistisch, einfach so ein kleiner Klumpen und der. Aber der Kabutops sieht richtig scheiße aus, ey. Oh, das ist der falsche. Kabutops sieht übel scheiße aus, finde ich. Ja, dann gehen wir mal wieder nach Hause und snacken uns hier das Pokémon raus. Dann nehmen wir das hier mit und vertauschen das mit. Mit wem wollte ich das tauschen? Mit Archen, genau. Archen bekommt dann direkt mal den XP-Teiler und dann wird wieder hin und her der Bäh sterben. Und den kann ich hier doch bestimmt Scheiße. Ich bin fast gestorben, Alter. Schon das zweite Mal. Geo Rock Brock Brock. Ne, nicht wieder Archen. Der heißt außerdem Graveler. Ich voll Spacko. Geo Rock Brock, sag ich zu dem. Läuft bei mir. Pokémon und Blastoise. Archen, du hast super gekämpft, Alter. Jetzt gibt's aber Attacke und du bist schon auf Level. Keine Ahnung. Nicht gesehen. 19, 11, Alter. 12, 13, 14, 15. Plug nehme ich rein für Quick Attack. Auf Level 15. So, du lässt aber bitte mal Blastoise den Vorrang, denn der wird das schon regeln.
Und ja, ich hoffe, wir finden einfach jetzt hier Mewtwo oder so. Das wäre der Übershit einfach. Das wäre der Übershit. Mewtwo, Alter, das wäre so geil. Der wird einfach jedem One-Hit geben. Boss-Pokémon haben wir heute auch noch nicht gesehen. Das ist irgendwie komisch. Aber echt mal, das ist übelst komisch. Sind die ausgestellt oder was? Am öftesten ist Rayquaza jetzt irgendwie gespawnt nacheinander. Mewtwo ist vor lange nicht mehr gespawnt. Und ihr wisst ja, was ich zu Rayquaza, zu Lavados gesagt habe. Den wollte ich nicht fangen, weil der mir jetzt noch, also der, ich habe keine Lust. Da war ein Shiny, oder? Ey, bitte. Da ist ein Shiny. Ein fucking Shiny. Ey, komm, ich finde ein Shiny. Sei bitte, bitte nicht unter der Erde, sonst ist das ein Geodude. Das ist unter der Erde, oder? Ey, wo ist das? Despawn bitte nicht. Despawn einfach nicht. Despawn nicht. Du despawnst nicht. Ey, fick dich, warum komme ich nicht hoch? Oh mein Gott, das despawnt gleich. Ich habe so schon das Gefühl. Das ist hier irgendwo. Das ist in der Berghöhle. Waypoints. Berghöhle. Nein, das war falsch. Fuck. Oder? War das falsch? Ja, es war falsch. Es war nicht diese Höhle, es war, sondern ich muss wieder zum Berg. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Shiny verpasst, ich Dummkopf. Oh Mann, Leute, Leute. Oh mein Gott, ich sterbe fast die ganze Zeit. Das ist richtig ekelhaft. Jetzt greif mich doch nicht an, Alter. Ich bin auf dem Weg zum Shiny und meine Nase juckt wie scheiße. Ey, mir passiert das immer. Ich finde immer ein Shiny und dann ist das immer unter der Erde, ne? Immer unter der Erde. Und wenn das unter der Erde ist, dann ist es einfach ein Geodude. Das ist so lame. Der spawnt einfach so oft als Shiny. Das ist so langweilig, weil er einfach nur orange ist, ne? Bah, ich könnte kotzen bei dem. Ich glaube, den habe ich schon dreimal offscreen gefunden als Shiny. Boah, ey, es regt mich auf, sowas. Berg und Berghöhle. Ne, das war nicht da, das war nicht da. Ah, der ist eh weg. Da brauche ich gar nicht nachzugucken jetzt. Das Boss-Pokémon ist auch dieses Berg. Ancient Power mache ich für Lia rein. Und soweit ich weiß, hat er zwei Entwicklungen, der Vogel, oder? Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann müsste es sogar so sein. Ich habe keine Ahnung. Ach, was will der von mir? Ja, müsste eigentlich so sein dann. Wenn ich nicht falsch liege. Das ist auch ein guter Satz, ne? Wenn ich nicht falsch liege, dann liege ich richtig. Archen, Archen, Archen. Hat er zwei Entwicklungen? Nee, oder? Nee, nee. Das war Bullshit gerade, was ich gelabert habe. Der hat eine erste und der hat eine zweite Entwicklung. Das, so war das. Das wäre ja krass, wenn er noch eine zweite hätte. Hat er aber nicht. Aber ich weiß auch nicht, wann er sich entwickelt. Müsste irgendwo im 30... Oh mein Gott, erschreck mich. Müsste irgendwo im 30er-Bereich sein. Und das ist ein Miltang. Ey, jetzt. Miltang, bitte nerv mich. Oh, ich habe kein Dingens mehr. Ja, ich tippe mich mal wieder dahin. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich habe mich verklickt, oder? Ja. Ich habe mich verklickt und der ist ein... Willst du mich verarschen? Das ist unter der Erde. Ey, bitte. Was mache ich da? N und nochmal N. Waypoints, Berg, der Berg da. Das ist auch wieder falsch. Was mache ich mir für Waypoints? Ich muss hier wieder raus. Oh, Junge, nerv mich nicht. Ich muss 10 Mal auf diese Karte klicken. Der ist auch schon wieder despawned. Dieses Boss-Pokémon ist despawned. Das ist ja richtig gay von dem. Mewtwo. Spawn mal bitte. Wäre echt nicht schlecht so. Blastoise, treff ihn. Kamerupt und du bist down. Agility will ich nicht. Oh, das Rizoros, den töte ich jetzt. Den töte ich. Das feurige Xanderkerl. Und jo, Leute. Bald, also ihr habt ja, viele haben mir geschrieben, weil ich habe ja diesen Haunted Prank gemacht, da war ja gar kein Haunted. Viele haben geschrieben, dass es irgendwie langweilig ist, wenn man nur Pokémon sucht und man doch mal bitte in eine Höhle, was ich überhaupt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Jemand hat geschrieben, ich soll in eine Höhle gehen und Monster besiegen, nicht immer Pokémon fangen. So, das erste ist, das ist Pixelmon. Das heißt Pokémon in Minecraft.
und nicht Vanilla Minecraft, wo man Höhlen erforscht. Gut, man kann Eisenerze wegen dem Shop farmen, aber man erforscht keine Höhlen und tötet Monster, so wie Zombies und so. Weil das ist einfach mal der totale Bullshit. Das macht man ja nicht mal im Vanilla Minecraft, das macht man zu Anfang. Aber am Ende, da macht man das einfach nicht mehr. Und ich bin jetzt schon fast bei Folge 50. Was will ich da noch in Höhlen gammeln und Monster besiegen? Hier kann ich auch Pokémon trainieren und die Leveln. Oh mein Gott! Oh. Und die Leveln, wisst ihr, was ich meine? Das ist so behindert. Ich kann es verstehen, dass es nach einer Zeit langweilig wird, ja? Aber das wird bestimmt auch nach einer Zeit langweilig, wenn ich einfach nur die ganze Zeit... Oh, der ist auch schon tot. Wenn ich nach einer Zeit einfach nur, wie heißt es? Hier, boah, ich hab gerade voll den Hänger. Ich bin hier, warum bin ich hier? Es wird auch nach einer Zeit langweilig, wenn man einfach nur in eine Höhle geht und Monster besiegt. Das ist so behindert, aber bald, Leute, da kann ich euch das sagen, da werden auch Pokémon Battles kommen. Also ich habe ja mit Fabi schon so eine Art Battle gemacht, was aber noch voll unfair war, weil er einfach Mewtwo hat. Oh, und ich sterbe fast die ganze Zeit. Jetzt bin ich tot. Scheiße. Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben, dass ich das übelst schwachsinnig fand mit dieser Idee. Ja, geh doch mal in die Höhle und töte Monster. Ja.